Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny Hand. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute gibt es einen neuen Teil Feuerzeuge. Heute habe ich eine kleine Feuerzeugsammlung, die insgesamt aus 20 Feuerzeugen besteht. Habe ich dieses Mal auch wieder von eBay ersteigert. Und hier auch leider der Fall, dass viele davon nicht funktionieren. Aber nichtsdestotrotz sind wirklich sehr besondere, außergewöhnliche Feuerzeuge dabei. Da bin ich echt schon begeistert, was es nicht alles gibt, Freunde. Wenn ihr noch einen Teil sehen wollt, lasst einen Daumen hoch da. Und ansonsten, Freunde, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Hier gibt es täglich Videos. Und ansonsten, bevor wir gleich loslegen mit den Feuerzeugen, gehen noch liebe Grüße raus. Und zwar an Kevin Wegener, Bobo Zeus und Adrian Walter. Falls ihr auch gegrüßt werden wollt, hinterlasst einen Kommentar. Vielleicht seid ihr beim nächsten Mal mit dabei. Und ansonsten, Freunde, würde ich mal sagen, wir legen los mit dem allerersten Feuerzeug. Und das erste Feuerzeug ist hier so ein kleiner, süßer Frosch mit einem Herz. Wirklich sehr romantisch. Und ansonsten kann man sich das Teil auch an den Schlüssel hängen. Und hier hinten hat er einfach noch so ein Ding dran. Es ist, von hinten ist eine Schildkröte und von vorne einfach ein Frosch. Ein echt komisches Teil. Auf das Herz kann man nicht drücken, da passiert nichts. Aber ansonsten, das Feuerzeug geht. Schaut euch das mal an, wie das aussieht. Finde ich, sieht richtig witzig aus, wenn da die Flamme aus seinem Kopf rauskommt. Und im Großen und Ganzen ein echt süßes, kleines, romantisches Feuerzeug, was man sich an Schlüssel hängen kann, also auch noch praktisch dazu. Die Flamme, ja, würde mich jetzt echt mehr freuen, wenn es ein Sturmfeuerzeug wäre. Aber nichtsdestotrotz, sowas habe ich noch nie vorher in meinem Leben gesehen. Also finde ich echt süß und ist schon etwas Besonderes, Außergewöhnliches. Als nächstes haben wir hier eine Kamera. Kamerafeuerzeug, Kameraleiter steht da. Also damit kann man hier ein paar Bilder klipsen. Zickzack, zickzack, hier Blitzlicht. Okay, kann man wirklich halt nicht, aber man kann das hier anmachen. Und zwar kommt die Flamme einfach hier aus dem Objektiv. Zieht euch das mal rein. Bam! Und das ist sogar ein Sturmfeuerzeug. Und die Flamme, die ist hier auf jeden Fall auch nicht von schlechten Eltern. Also dieses Feuerzeug eignet sich sehr gut, um beispielsweise sein Feuerwerk an Silvester anzuzünden. Finde ich auch wirklich sehr, sehr cool. Als nächstes habe ich hier ein kleines Schweinchen mit zwei Nasenlöchern. Und ich denke mal, aus dem einen Loch sollte hier auf jeden Fall die Flamme rauskommen. Aber leider funktioniert das nicht. Aber es ist irgendwie schwer. Das Schweinchen sieht echt mega komisch aus. Zieht euch das mal rein. Einfach so ein Teil hier auf den Kopf geknallt. Aber ansonsten auch echt außergewöhnlich. Habe ich noch nie so in der Form gesehen. Echt schade, dass es nicht mehr funktioniert. Mich würde auf jeden Fall interessieren, ob es ein Sturmfeuerzeug war oder nicht. Aber ich schätze mal, das war ein normales Feuerzeug. Aber auch mega süß. Wirklich gefällt mir sehr. Hier, das vierte Feuerzeug ist ein Handtäschchen. Und das geht leider auch nicht. Würde ich mal sagen, ist ein klassisches Frauenfeuerzeug hier. Nichts für Kinder, einfach so ein Schild da dran. Eine kleine Handtasche habe ich auch. Es sind echt so außergewöhnliche Feuerzeuge dabei. Mega krass, was es nicht alles gibt. Als nächstes habe ich hier ein ziemlich normales Feuerzeug. Das funktioniert sogar noch. Wieso funktionieren diese normalen Feuerzeuge noch und diese besonderen meistens nicht? Echt schade. Aber das Außergewöhnliche an diesem Feuerzeug ist eben, dass in dem Gas sich noch solche Würfel befinden. Hier steht auch Casino drauf. Also scheint wohl ein Casino-Feuerzeug zu sein. Aber an sich nichts Besonderes. Ein ganz normales Feuerzeug. Nur vom Design her etwas besonders. Hier haben wir ein kleines Auto. Erinnert mich irgendwie an einen Smart. Hier hinten befindet sich dann eben der Schalter, um das anzuzünden. Übrigens habe ich versucht, die aufzufüllen, aber viele gehen nicht. Oh mein Gott, das ging die ganze Zeit nicht. Aber jetzt geht es. Und boah, dieses Auto aus seinem Auspuff kommt hier auf jeden Fall eine ordentliche Flamme raus. Ey, das ist echt richtig witzig gemacht. Da kommt einfach aus dem Auspuff von dem Auto eine Monsterflamme raus. Also, das Feuerzeug gefällt mir wirklich sehr. Die Flamme ist einfach viel größer als das Feuerzeug. Ey, das ist echt ein geiles Teil. Vorhin hat es einfach nicht funktioniert. Ich war schon etwas enttäuscht, aber es geht. Geiles Teil auf jeden Fall. Gefällt mir. So, was haben wir denn hier? Einen kleinen Revolver. Ich muss ganz ehrlich sagen, für ein Feuerzeug ist das echt ziemlich groß. Das hat vorhin auch, ging einmal an und dann nicht mehr. Hier eben die Besonderheit. Man kann es entweder hier anmachen oder hier. Oder auch gleichzeitig. Aber leider kommt da nichts mehr raus. Echt mega traurig. Aber ansonsten, huiuiui. Ich glaube, wenn man damit auf der Straße rumläuft mit so einem Feuerzeug und da sieht die falsche Person, ruft die Polizei. Ich glaube, dann hat man ein großes Problem.
Wisst ihr, was ich meine? Also so ein Feuerzeug würde ich auf jeden Fall nicht mit mir umhertragen, aber wenn man damit irgendwas anzünden würde, das würde schon ziemlich cool aussehen, ne? Aber ist echt richtig dick, das ist auf jeden Fall ein wirkliches Baba-Feuerzeug. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier eine kleine Toilette, Freunde. Eine kleine Toilette, den Deckel kann man aufmachen und dann funktioniert leider nichts, aber nichtsdestotrotz einfach so eine verdammte Toilette als Feuerzeug. Aber ich habe hier noch eine zweite Toilette in Blau, Freunde. Und diese Toilette, die funktioniert auf jeden Fall, hat auch eine ordentliche Flamme. So ein Feuerzeug habe ich auch wirklich noch nie gesehen. Ich bin da echt begeistert. Immer wieder aufs Neue, was es nicht alles gibt. Einfach so eine Toilette mit einer Mörderflamme, einer Monsterflamme. Auf jeden Fall auch richtig cool. Spülkasten ist hier auch noch dran. Gefällt mir auch wirklich sehr, sehr gut. Finde ich richtig witzig. Hier haben wir ein... Boah, dieses Feuerzeug erinnert mich irgendwie an ein Kaugummi-Automaten-Feuerzeug. Wir haben hier auf jeden Fall... Das ist eine Ultra-Kombination. Als allererstes haben wir hier ein Feuerzeug, was traurigerweise nicht mehr funktioniert. Dann haben wir hier noch einen Fußball drauf. Das ist, hat aber nur designtechnische Gründe. Dann haben wir hier einen verfluchten Nagelclipser. Ein Nagelclipser an dem Feuerzeug. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich auf jeden Fall nicht. Und dann haben wir hier auf jeden Fall noch einen Flaschenöffner und so einen Ring da dran, dass man sich das Ganze nach einem Schlüssel hängen kann. Also das ist wirklich ein sehr durchdachtes, praktisches Feuerzeug. Ich glaube, der Typ, der das verdient hat, der war ein Genie. Oder auch nicht. Okay, ich habe ein bisschen übertrieben, Freunde. Dieses Feuerzeug passt wirklich sehr gut zu meinem Kanal, weil dieses Peace-Zeichen ist einfach mein Kanalbild. Als ich das gesehen habe, habe ich mich wirklich gefreut. Das ist hier wirklich auch sehr massiv. Ansonsten macht man das an, indem man die Finger hier zusammendrückt. Aber hier auch leider der Fall. Oh, es geht! Es geht wirklich, Freunde. Man sieht gar keine Flamme. Das ist sogar ein Sturmfeuerzeug. Aber es wird auf jeden Fall heiß. Es wird hier sogar heiß. Es funktioniert, aber leider ist die Flamme wirklich sehr klein. Aber nichtsdestotrotz, dieses Feuerzeug passt einfach zu meinem Kanal. Als ich das gesehen habe, musste ich wirklich schon schmunzeln. Als nächstes haben wir hier einen alten Cowboy-Stiefel. Marlboro. Oh, ist sogar von Marlboro. Der ist wirklich sehr massiv, wirklich sehr schwer. Also wenn man das Feuerzeug, wenn das einfach hier nicht mehr funktioniert, dann kann man das einfach als Waffe benutzen und jemanden den Kopf werfen. Ich glaube, huiuiui, das würde ganz schön wehtun. Ansonsten, das Ding, das funktioniert hier wirklich nicht mehr. Das ist kaputt. Aber ich denke mal, mit ein bisschen Gewalt könnte man das auch hier einfach rausholen und ein anderes da reinstecken. Ich meine, man muss das ja irgendwie wechseln können. Oder füllt man das hier durch das Loch auf? Ich vermute eher weniger. Man kann es hier bestimmt rausholen. Also ist das einfach nur so eine Feuerzeugschale. Oder wie man das nennt, ein Feuerzeugschuh. Aber wirklich sehr, sehr massiv. Als nächstes haben wir hier echt ein sehr, sehr besonderes Feuerzeug. Einfach einen verfluchten Billardtisch. Und der hat sogar noch eine Funktion. Man kann hier draufdrücken, dann leuchtet das. Und dann leuchten hier noch diese Kugeln. Wirklich sehr, sehr cool. Ansonsten denke ich mal, das Teil... Könnte hier noch ein Geräusch machen oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es kaputt. Echt keine Ahnung. Ist auf jeden Fall schon ziemlich schwer. Um es anzumachen, müsste man normalerweise hier runterdrücken. Aber da passiert nichts mehr. Das Teil hat schon die besten Tage hinter sich. Wirklich sehr traurig. Aber sowas, das ist wirklich ein ganz besonderes Feuerzeug. Einfach ein Billardtisch. Als nächstes haben wir auch etwas ganz Besonderes. Eine Gießkanne. Hier muss ich dazu sagen... Der Deckel geht nicht mehr auf, muss man erstmal selbst aufmachen und dann funktioniert das leider auch nicht. Gießen kann man mit der auch nicht. Oh, hier ist noch eine Frau drauf, die habe ich noch gar nicht gesehen. Huiuiui, ziemlich heiß dieses Feuerzeug und ansonsten eine Gießkanne. Ist auch ziemlich schwer, ziemlich massiv. Nicht schlecht auf jeden Fall. Machen wir weiter mit dem nächsten. Das hier ist einfach ein Feuerzeug. Ja, natürlich ist das ein Feuerzeug. Das sind alles die Feuerzeuge in diesem Video. Aber nein, ich wollte sagen, das ist ein Motorrad. Um es anzumachen, muss man hier das Rad zur Seite machen. Das funktioniert leider auch nicht. Ist auch ziemlich massiv. Sieht ziemlich fresh aus. Gefällt mir auch. Hier haben wir ein richtig billiges Feuerzeug. 4,95 D-Mark oder was. Das ist schon ziemlich teuer für ein Feuerzeug. Kann man sich auch an Schlüssel hängen, aber dieses Teil, das ist echt mega Plastik. Geht auch nicht mehr an. Eine Gitarre, aber das Feuerzeug gefällt mir ganz und gar nicht, weil es eben so heftig aus Plastik ist. Und hier sieht man sogar noch eine Frau. Keine Ahnung, wer das sein soll. Vielleicht irgendeine Sängerin oder so. Aber auf jeden Fall, das ist feinstes Plastik. Das gefällt mir nicht so sehr.
Das nächste Feuerzeug ist uns schon bekannt in so einer Art und Weise. Einfach ein ganz normaler Goldbarren, aber dieses Mal kann man den hier zur Seite aufschieben. Und normalerweise sollte hier auch eine Flamme rauskommen. Das letzte Goldbarren-Feuerzeug hatte, glaube ich, eine Spirale gehabt. Fand ich auch wirklich sehr interessant, aber dieses hier, wie ihr sehen könnt, leider hast du den Geist aufgegeben. Aber ich glaube, das war trotzdem ein wirklich sehr schönes Feuerzeug. Aber ein echter Goldbarren sieht auf jeden Fall etwas anders aus. Dann haben wir hier noch einen Ghetto Blaster. Finde ich auch wirklich sehr interessant. Oh Mann, ey, ich bin echt begeistert, was es nicht alles gibt. Der funktioniert leider auch nicht. Ja, trotzdem ein schönes Teil, wirklich sehr klein. Ein kleines Spielzeug. Als vorletztes habe ich dann hier noch einen Bonbon. Schweiz steht da drauf. Der geht leider auch nicht, aber so auf den ersten Eindruck könnte man meinen, das ist ja gar kein Feuerzeug, ne? Aber dann, bam, kommt die Flamme raus. Oder in diesem Fall kommt die Flamme auch leider nicht raus. Wirklich sehr traurig, aber nichtsdestotrotz, ich finde, das ist auch ein wirklich sehr außergewöhnliches, schönes Feuerzeug. Okay, kommen wir zum letzten Stück. Und dieses Feuerzeug ist auch wirklich ein bisschen böse, sieht es aus. Ist auf jeden Fall so ein Totenkopfschädel. Da kommt echt auch nichts mehr raus. Hier ist einfach noch so ein Knochen, guckt da raus. Dieser Knochen sieht auch aus wie ein Herz. Ansonsten hat man hier noch ein Loch drin. Das bedeutet, das kann man sich auch irgendwo hinhängen. Leider funktioniert es nicht mehr. Hier die Augen sind einfach solche kleinen Edelsteine. Auch wirklich sehr interessant. Ja, ich bin wirklich begeistert, was es nicht alles hier für Feuerzeuge gibt. Wirklich erstaunt. Am besten von dieser Feuerzeugsammlung hat mir gefallen dieses Peace-Zeichen, weil es einfach zu meinem Kanal passt. Das hier, diesen Billardtisch, fand ich auch wirklich sehr gut. Und die Toilette, die hat mich auch ziemlich begeistert. Vor allem diese Monsterflamme, die da rauskommt. Mich würde auf jeden Fall interessieren, welches Feuerzeug euch am besten aus dieser Sammlung gefallen hat. Schreibt es mir mal in die Kommentare, Freunde. Und ansonsten, falls ihr noch keinen Daumen hoch da gelassen habt, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Das würde mich wirklich sehr freuen. Ich bin so motiviert, Videos zu drehen in letzter Zeit. Ich hoffe, das freut euch. Wir sehen uns auf jeden Fall spätestens morgen wieder. Ich hab euch lieb, euer Johnny Hunt. Triple Peace. Triple Peace.